Ja, einen wunderschönen guten Vormittag, sehr verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mein Name ist Oliver Fellkircher. Ich habe die Ehre, Ihnen heute ein Webinar zu geben zum Thema erfolgreiches Plattformbusiness für Kleinunternehmer. Und ich möchte Ihnen heute einiges erzählen und ein bisschen was darüber zeigen, wie Sie in der Lage sein werden, Ihr vollautomatisches, erfolgreiches und profitables Plattformbusiness selbst aufzubauen. Vielleicht auch zu Beginn ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Fellkircher Oliver, ich komme aus Vorarlberg ursprünglich, lebe jetzt seit vielen Jahren in Tirol, in Innsbruck, gemeinsam mit meiner Lebenspartnerin, bin Digitalarchitekt, zertifizierter Digitalberater und zertifizierter E-Commerce- und Social-Media-Experte. Ich bin, könnte man sagen, Mehrfachgründer und Seriengründer, habe schon das eine oder andere Unternehmen gegründet, mein erstes im Jahr 2006, als ich begonnen habe, für andere Unternehmen auf Online-Marktplätzen und Plattformen verschiedene Dinge zu verkaufen aus allen möglichen Kategorien. Ich hatte Sporthändler, ich hatte Textilhändler, Modehändler natürlich, Elektronikhändler, also ich hatte mit allen möglichen verschiedenen Waren über 10 Jahre lang zu tun. Und was mich meine Kunden viele Jahre gefragt haben, war eigentlich immer das Gleiche. Viele sind gekommen und haben gesagt, Herr Fellkircher, wenn sich jemand so gut mit Online-Marktplätzen und Plattformen auskennt wie Sie, warum verkaufen Sie dann die Ware eigentlich nicht selbst? Zugegebenermaßen eine berechtigte Frage und über die ganzen Jahre hatte ich eigentlich dann immer dieselbe Antwort zum Besten gegeben. Ich habe zu meinen Kunden immer gesagt, naja, das mache ich eigentlich deswegen nicht, weil ich selbst das Warnrisiko nicht haben möchte. Das war nicht nur für mich ein gutes Argument, sondern es entsprach auch den Tatsachen, weil das war etwas, was ich mir selbst über viele Jahre nicht vorstellen konnte. Selbstverantwortlich zu sein für die Ware irgendwo zu einem möglichst günstigen Preis einkaufen zu müssen und dann die Verantwortung und das Risiko tragen zu müssen, die Ware hoffentlich zu einem wesentlich besseren Preis dann wieder weiterverkaufen zu können. Eigentlich haben die Kunden mir nicht so ganz Unrecht gehabt in den vielen vergangenen Jahren. Ich sollte das vielleicht selber machen. Und daraus ist eine Erfolgsgeschichte entstanden. Und aufbauend auf dieser persönlichen Erfolgsgeschichte denke ich, dass es vielleicht sinnvoll ist, Ihnen einmal, Sie einmal ein bisschen in die Welt einzuführen, Chancen und Möglichkeiten zu ergreifen, wie Sie Ihr eigenes erfolgreiches und vollautomatisches Plattform-Business aufbauen können. Sie sehen jetzt auch eingeblendet meine Kontaktdaten und ich darf Sie herzlich einladen, wenn Sie im Anschluss an das Webinar Fragen haben oder Interesse haben an einem Gespräch, dann bitte zögern Sie nicht, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail an o.fellkircher@digipuls.com. Gut, ich darf Ihnen hier noch eine kurze Agenda zeigen. Das heißt, ich möchte mit Ihnen über folgende Themen sprechen, über das Thema Plattformökonomie. Ich werde Ihnen ein bisschen was darüber erzählen, wie Plattformen denn allgemein so funktionieren. Ich werde Ihnen eine Übersicht über Online-Marktplätze geben. Ich werde Ihnen Chancen und Möglichkeiten aufzeigen, die Sie nutzen können, um Ihr eigenes Plattform-Business in Zukunft aufbauen zu können. Ich werde Ihnen ein bisschen was darüber erzählen, wie sind denn so die Anforderungen und die Richtlinien. Denn da gibt es natürlich schon eine ganze Menge zu beachten. Die Marktplätze und Plattformen sind zwar grundsätzlich sehr eigenständig und individuell, aber was die Anforderungen und Richtlinien anbelangt, da unterscheiden sie sich dann doch nicht ganz so grob und da gibt es sicherlich einige Parallelen. Das möchte ich Ihnen ein bisschen mitteilen und aufzeigen. Dann geht es noch im Thema 5 um die Produktdatenoptimierung. Das heißt, ich gebe Ihnen Tipps und ich werde Ihnen ein paar Tricks auch aufzeigen, wie Sie die Produktdaten optimieren können. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über das Thema Ranking, Sichtbarkeit und Suche, damit Ihr Produkt, das Sie möglicherweise in Zukunft selbst auf den Markt bringen, dann auch wirklich performen kann. Und im letzten Abschnitt stehe ich Ihnen dann auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Wir starten mit der Plattformökonomie. Die Plattformökonomie ist etwas, was in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen ist. Und vor 2 Tagen, am Sonntag,
gab es jetzt erst gerade beim Ö3-Frühstück bei mir mit der Claudia Stöckl einen momentan in der aktuellen Corona-Krisenzeit sehr bekannten Cast, den man hier und dann auch mal in Nachrichtensendern wie zum Beispiel der Zeit im Bild zu Gesicht bekommt. Das war der Herr Dr. Professor Dr. Martin Kocher. Das ist der Direktor, er ist Wirtschaftswissenschaftler und Direktor des IHS. Das IHS ist das Institut für höhere Studien. Und er war am vergangenen Sonntag eben vor 2 Tagen eingeladen bei der Claudia Stöckl, Ö3-Frühstück bei mir. Und es ging darum, kann sich der Staat diese ganzen Hilfspakete leisten? Und er hat dann kurz resümiert und gesagt, ja, er denkt, der Staat kann sich das leisten. Und dann war die Frage, gibt es da genügend Kapital? Und dann hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, naja, also Tatsache ist, dass die Unternehmen früher, ich sage und wir sagen in der Fachsprache die Old Economy, in der Old Economy war bekannterweise der Kapitalbedarf der Unternehmen sehr viel höher als heute, weil die Unternehmen teure Maschinen anschaffen mussten, teure Fließbandstraßen. Es musste sehr viel in Immobilien investiert werden, in Industrieanlagen, wie gesagt, in Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und das ist heute etwas anders, denn in der Plattformökonomie, und um das geht's ja jetzt, ist es so, dass man theoretisch mit einer in der Garage entwickelten Software eine riesen Online-Plattform aufbauen kann, mit der man mit wenigen Mitarbeitern in der Lage sein kann, Milliarden an Umsätzen zu erzielen. Und das ist eigentlich schon, denke ich, ein sehr guter Einstieg, um ein bisschen was über die Plattformökonomie zu erzählen. Sie sehen hier jetzt auf diesem Screen einige der bekanntesten Plattformen. Ich gehe mal aktuell davon aus, dass Ihnen die meisten davon ein Begriff sein werden. Amazon, eBay, Facebook, Twitter, Google, wie sie alle heißen. Und die Eigenheit bei Online-Marktplätzen und Plattformen ist es, dass sie sich in die Mitte setzen. Sie vermitteln quasi Angebot und Nachfrage, halten dafür im Gegenzug die Hand auf und wollen dafür eine Commission, also eine Provision. Die ist nicht überall bei jeder Plattform natürlich gleich, aber in der Plattformökonomie sprechen wir von plus minus 20% Kommissionsgebühr. Das ist das, wie Online-Marktplätze und Plattformen grundsätzlich funktionieren. Sie setzen sich also zwischen den Kunden und den Anbieter und verlangen für die Vermittlung des Anbieters, der Angebote des Anbieters Richtung Kunden eine bestimmte Provisionsgebühr. Ich möchte Ihnen vielleicht ein paar Beispiele aufzeigen, damit es für Sie ein bisschen griffiger wird. Ein Beispiel für Plattformökonomie aus der Transportbranche wäre jetzt in diesem Fall Uber. Und Uber ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, das weltweit größte Taxiunternehmen, aber es besitzt überhaupt gar keine Fahrzeuge. Das ist Plattformökonomie. Weiteres Beispiel aus der Medienbranche, Facebook, Sie alle kennen Facebook. Es ist das weltweit populärste Medienunternehmen, beschäftigt aber keinen einzigen Redakteur. Auch das ist Plattformökonomie. Ein weiteres Beispiel aus der Handelsbranche, die Alibaba Group. Alibaba ist das aktuell wertvollste Handelsunternehmen der Welt, aber es besitzt überhaupt keine Waren. Ja, auch das ist Plattformökonomie. Und noch ein letztes Beispiel aus der Tourismusbranche, Airbnb, das weltweit größte Vermietungsunternehmen von Unterkünften, besitzt keine einzige Immobilie. Also nur damit Sie eine Vorstellung davon haben, wie Plattformökonomie in sich zu verstehen ist. Hier noch, vielleicht auch nicht ganz uninteressant, eine Aufstellung für Sie der wertvollsten Unternehmen seit 1920. Sie sehen hier auf der linken Seite die Industrieära 1920, wo man die meisten wertvollsten Unternehmen sind Industrieunternehmen. Hier 1970 in der mittleren Spalte, das war dann die sogenannte Hardware-Ära, da sind die meisten wertvollsten Unternehmen im Jahr 1970 Hardware-Produzenten gewesen. Und wenn wir jetzt auf die rechte Seite blicken, in der sogenannten Plattform-Ära, da sind die meisten Unternehmen, das sind eben die wertvollsten aktuell auf der Welt, dann sehen Sie, das sind fast alles Plattformen.
Hier auch noch einmal eine Übersicht, was sind denn die wertvollsten Marken in 2020. Auch hier können Sie sehen, Amazon, Google, Apple, IBC, Facebook, Microsoft, die meisten Unternehmen, die Sie hier sehen, auch das sind Plattformen. Hier jetzt als nächstes Kapitel eine Übersicht über die Online-Marktplätze für Kunden, die ich im Bereich E-Commerce-Plattform-Business in der Vergangenheit beraten habe. Habe ich einmal diesen Chart gebaut, um meinen Kunden zu zeigen, was sind denn so die gängigen wichtigen Online-Marktplätze. Ich habe in diesem Fall in der vorletzten Spalte, sehen Sie unten, Shopping.at, auch den aktuell sehr populären österreichischen Online-Marktplatz der österreichischen Post mit in diesem Chart mit aufgenommen. Sie sehen also für jede Spalte den jeweiligen Online-Marktplatz. Sie können in der obersten Zeile sehen, wie viele angemeldete Händler es bei diesem Marktplatz gibt. Wobei ich vielleicht an dieser Stelle dazu sagen möchte, bei Amazon ist nicht Amazon.com, also weltweit gemeint, sondern wir beziehen uns hier in dem Fall auf Amazon.de. Also auf Amazon.de sind aktuell circa 64.000 Händler tätig und verkaufen dort ihre Waren. Und Sie sehen schon in der zweiten Zeile etwas, was wahrscheinlich viele an dieser Stelle gar nicht vermuten würden, nämlich eBay. Ich bin ehrlich gesagt immer wieder erstaunt, wenn ich so mitbekomme bei meinen Kunden, dass eBay die meisten, zumindest hier in Österreich scheint mir das so der Fall zu sein, dass die meisten irgendwie eBay gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja? Ich bin sehr verwundert, weil wir werden vielleicht später noch darüber zu sprechen kommen. Es ist aktuell so, dass da gibt es auch entsprechende Statistiken, beispielsweise von Statista.de, ein sehr transparentes und seriöses Unternehmen aus Deutschland, das weltweit Unternehmen mit interessanten Zahlen, Daten, Fakten und Statistiken versorgt. Und da kann man bei aktuellen Statistiken immer sehen, dass die Shoppingzeit, also die Zeit, die User auf Online-Marktplätzen und Plattformen verbringen, um Waren einzukaufen, dass die aktuell, zumindest was den deutschsprachigen Raum anbelangt, von zwei Plattformen absolut beherrscht wird. Und das sind die beiden in den ersten Spalten, nämlich Amazon und eBay. Und wenn man sich dann die Shoppingzeiten genau ansieht, dann kann man sehen, dass Amazon und eBay circa gleich aufliegen. Das heißt also, die Anzahl der Stunden, die deutschsprachige User auf Online-Marktplätzen und Plattformen verbringen, werden zum Großteil bei Amazon und bei eBay verbracht und die dort verbrachten Stunden sind ungefähr gleich hoch. Amazon ist ganz gering im Vorsprung, aber wirklich nur nicht einmal eine Stunde. Ja? Also es sind sogar Minuten. Und das sind also schon Zahlen, die aufzeigen, dass eBay alles andere als tot ist. Ja, es wurde schon öfters tot gesagt. Vor vielen Jahren, als die Abspaltung von dem großen Tochterunternehmen von eBay PayPal vonstatten ging, haben ja viele Experten schon das Ende von eBay vorausgesagt, was allerdings nie passiert ist. eBay hat sich relativ gut erholt, hat, was die Zahlen anbelangt, relativ aufgeholt. Und ich würde sagen, dass eBay und Amazon mit Abstand die interessantesten Verkaufsplattformen sind. Auch ich bin auf beiden Plattformen sehr erfolgreich tätig mit meinen eigenen Produkten. Und ich kann also in dem Zusammenhang nur auch anderen empfehlen, wenn Sie darüber nachdenken, Produkte selber zu entwickeln, auf den Markt zu bringen, dann könnten diese beiden Plattformen sehr spannend sein. Aktuell ist es natürlich auch Shopping. Was die Verkaufsprovisionen anbelangt, da sehen Sie in der untersten Zeile eine Übersicht. Die 45% bei Amazon, die sind sehr hoch. Das gilt nur für eine einzige Sparte. Das ist, wenn Sie zum Beispiel Amazon Equipment als zusätzlicher externer Vertriebspartner verkaufen, also zum Beispiel Firebooks oder ähnliche Produkte oder das Alexa-Produkt von Amazon, dann zahlen Sie bis zu 45% Provision beim Wiederverkauf. Im Schnitt, das gilt für fast alle Produktkategorien, die es bei Amazon zu kaufen gibt, im Schnitt ist die Verkaufsprovision circa 15%. Bei eBay ist sie etwas geringer. Bei Shopping
geht das Ganze von 4,5% bis 15%. Allerdings möchte ich an der Stelle auch dazu sagen, das persönlich finde ich schade, weil ich an der Konstruktion der Online-Shopping-Plattform Shopping.at nicht unmaßgeblich mitwirken durfte. Also ich hatte damals einen Auftrag erhalten von der österreichischen Post AG, was das Konzept und die Erstellung des Konzeptes von Shopping.at anbelangt. Ich habe da also maßgeblich mitgearbeitet. Jetzt ist die Gebührenstruktur für meine persönlichen Begriffe etwas unübersichtlich ist, bedeutet, dass es zusätzlich zu den Verkaufsprovisionen, die ich auf diesem Chart in der untersten Zeile in der zweitletzten Spalte anführe, also diese 4,5 bis 15% zuzüglich 19 Cent pro Transaktion, dass es dann eben auch noch extra Payment-Gebühren zusätzlich zu bezahlen gibt, in Abhängigkeit der entsprechenden Bezahlart. Also Sie zahlen beispielsweise zusätzlich Transaktionsvertrags-, Disagio- und Mindest-Disagio-Gebühren für Sofortüberweisung, für Visa, für Mastercard und für PayPal. Es gibt zusätzlich Gebühren, die Sie bezahlen müssen für Retouren und Stornos. Und es gibt zusätzliche Gebühren, was zum Beispiel eine Marketingvereinbarung anbelangt oder was Händlerstornos anbelangt, die auftreten, wenn Sie zum Beispiel Autostock gehen mit Ihrem Produkt. Das heißt also, wenn Sie keinen Bestand mehr haben, der Kunde kauft und Sie müssen gezwungenermaßen den Kauf dann im Nachhinein stornieren. Das sind Gebühren, die im Prinzip bei allen anderen Plattformen mit in diesen Verkaufsprovisionen eingerechnet sind. Es gibt Ausnahmen. Selbstverständlich bezahlen Sie für Marketing, das Sie auf den Marktplattformen und Online-Marktplätzen betreiben, noch einmal zusätzliches Geld für die entsprechenden Marketingkampagnen. Aber das soll jetzt nicht der Fokus von diesem Webinar sein. Nur damit Sie hier mal ein bisschen einen Überblick darüber sehen, was gibt es denn so für Marktplätze? Wie viele Produkte sind da gelistet? Sie sehen beispielsweise äußerst interessant, das wird von den meisten Kunden, die ich so berate und betreue, immer wieder unterschätzt. Wenn wir uns in der zweiten Zeile ansehen, die Anzahl der gelisteten Produkte auf Amazon, über 255 Millionen Produkte sind auf Amazon.de gelistet, nur auf DE. Weltweit sind das bei Amazon weit über 1,3 Milliarden. Und was an dieser Stelle auch oft unterschätzt wird, ist eBay. eBay hat weltweit noch mehr Produkte gelistet als Amazon, nämlich ungefähr 1,45 Milliarden. Und bei eBay.de sind die Anzahl der gelisteten Produkte etwas ähnlich. Es sind bei eBay.de circa aktuell 246 Millionen gelistete Produkte. Das ist etwas weniger wie Amazon. Und man sieht auch, was das Sortiment anbelangt, also diese ganzen Marktplätze, die Sie hier sehen, bieten im Endeffekt fast alle ein Vollsortiment an. Sie haben natürlich logischerweise eine enorme Reichweite, ganz besonders, wenn man sich die Zahlen von Amazon ansieht. 4,79 Milliarden Visits pro Jahr nur auf Amazon.de, Handelsumsatz weltweit 280 Milliarden Dollar. Das sind natürlich absolut ungeheure Zahlen. Was ich an der Stelle auch gerne dazu sagen möchte, ist, was die meisten vergessen, wenn wir über E-Commerce, über Online-Marktplätze und über Plattformen sprechen und wir sprechen von Kauf von Produkten über E-Commerce-Vertriebskanäle, also über Webshop, Online-Marktplätze, Plattformen, dann stelle ich zum Beispiel immer wieder die folgende Frage an Manager von Unternehmen, die ich berate. Und ich sage, können Sie mir sagen, was ist die größte Produktsuchmaschine der Welt? Dann verspüre ich kurzes Zögern und fast alle, wie aus einem Mund, sagen, naja, die größte Produktsuchmaschine der Welt ist selbstverständlich Google. Und dann zögere ich kurz und dann sage ich, falsch. Das ist etwas, was wir uns an der Stelle vielleicht auch noch einmal bewusst machen sollten. Also Google ist nicht die größte Produktsuchmaschine der Welt, sondern es ist Amazon. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht nicht ganz unrelevant ist. Weil wenn wir uns Marketing aus der Vergangenheit ansehen,
Dann, ich habe da selbst einmal in einer deutschen Werbeagentur gearbeitet, 2 Jahre und meine Grundausbildung dort gemacht. Dann war viele Jahre folgendes Verständnis. Das Verständnis war, ich habe ein tolles Produkt, eine tolle Dienstleistung und am Ende des Tages stellt sich für mich dann die Frage, was muss ich tun, damit die Kunden zu mir kommen? Das war viele Jahre lang das Credo eines jeden Anbieters und das Credo im Bereich Marketing. Dieses Credo hat sich gegenüber heute in vielfacher Weise komplett umgedreht und transformiert. Denn heute ist nicht mehr die Frage, was kann ich tun, damit die Kunden zu mir kommen, sondern heute ist die relevante Frage genau andersrum, was muss ich tun, damit ich mit meinem Angebot zu den Kunden komme. Und wenn wir uns das vor Augen halten und einmal überlegen, was bedeutet das, was muss ich tun, um zu den Kunden zu bekommen, dann ist eine logische weitere Frage, wo sind denn die Kunden heute? Und da gibt es eine relativ einfache Antwort darauf. Die Masse der Kunden heute ist eben genau dort, über was wir heute sprechen. Sie ist auf Online-Marktplätzen und sie ist auf den Plattformen unterwegs. Wenn Sie sich heute beispielsweise Ihr eigenes Smartphone und Ihren Startscreen anschauen, was gibt es denn da für Icons drauf? Ja, also Sie werden wahrscheinlich Google Maps, vielleicht finden Sie Airbnb, vielleicht finden Sie eBay oder Amazon, vielleicht finden Sie viele andere Portale, die Sie benötigen im Bereich Banking, im Bereich Wirtschaft, im Bereich E-Commerce und Shopping, im Bereich Reise, dann werden Sie sehr rasch feststellen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu dieser interessanten Klientel gehören, die eben sehr oft auf Plattformen und auf Marktplätzen unterwegs ist. Und das ist etwas, was ich Ihnen in diesem Webinar gerne mitgeben möchte. Was können Sie tun, um dort bei diesem Spiel mitzuspielen? Wir sehen eben hier auch auf diesem Chart noch einmal vorher angesprochen den Anteil der jeweiligen Plattform an der gesamten Shoppingzeit. Und Sie sehen Amazon.com 26% der gesamten Shoppingzeit im deutschsprachigen Raum nimmt Amazon für sich ein, aber ganz, ganz dicht gefolgt von eBay, weil eBay nimmt hier 25,8% der gesamten Shoppingzeit für sich in Anspruch. Ich möchte diesen Slide nur ganz kurz ansprechen. Das ist etwas, das ist zugegebenermaßen schon 1,5 Jahre alt, aber es hat sich nicht gravierend geändert. Eine Gegenüberstellung zwischen Amazon und eBay, wo Sie sehen, was ist ungefähr der durchschnittliche jährliche Umsatz eines Amazon-Händlers, knapp 100.000 Euro und der durchschnittliche Umsatz eines jährlichen Umsatzes von einem eBay-Händler über 56.000 Euro. Der durchschnittliche Warenkorb bei Amazon etwas niedriger als bei eBay, also bei eBay ist der durchschnittliche Warenkorb 20,8 Euro, bei eBay 32,5 und die Anzahl der monatlichen Bestellungen bei Amazon doch mehr als die Hälfte höher als bei eBay, nur damit Sie eine Vorstellung davon haben, von was wir da eigentlich sprechen. Ich habe beispielsweise gestern einen Händler recherchiert. Ein Kunde von mir, den berate ich gerade dabei, Mund- und Gesichtsmasken in den nächsten 3 Wochen auf Amazon zu bringen. Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aktuell ein absolutes Hype-Thema. Und es gibt da einen Wettbewerber, gegen den wir antreten werden. Und ich habe mir den Umsatz von diesem Wettbewerber, es handelt sich dabei um selbstgenähte Stoff-Gesichts- und Mundmasken, die der vor ungefähr 10 Wochen auf den Markt gebracht hat. Und ich habe mir den Umsatz der letzten 30 Tage auf Amazon angesehen. Ich habe dafür eine eigene Software, mit der ich derartige Dinge analysieren und recherchieren kann. Und ich habe fast meinen Augen nicht getraut. Der bietet diese Mund- und Gesichtsmasken bei Amazon, wie gesagt, selbstgenähte Stoffmasken, die in der EU produziert werden und nicht aus China importiert werden. Der bietet die in 9 verschiedenen Designs zur Auswahl an und hat in den letzten 30 Tagen sage und schreibe 3,45 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also wie gesagt, alleine in den vergangenen 30 Tagen.
Ich selbst verkaufe, wie gesagt, auch sehr erfolgreich auf Amazon und eBay. Und die Produkte, die ich verkaufe, produzieren eigentlich so im Durchschnitt im Monat jeweils mindestens 10.000 Euro monatlichen Umsatz. Das ist eine sehr interessante Geschichte und deswegen ja auch dieses Seminar. Für wen passt denn der Aufbau eines eigenen Plattform-Business? Einmal sind es sicherlich die Menschen, die neugierig sind und mehr aus ihrer Selbstständigkeit herausholen wollen. Zum anderen sind es Menschen, die das Ziel verfolgen, sich selbst einen lukrativen Nebenverdienst aufzubauen. Auch für die ist ein derartiges Unterfangen sicherlich sehr geeignet. Und dann sind es natürlich auch Leute, die bereits Produkte verkaufen. Das können beispielsweise auch stationäre Händler sein, die Produkte verkaufen bereits und ihre Vertriebsmöglichkeiten erweitern möchten. Auch für die ist natürlich ein derartiges Unterfangen, was wir hier heute miteinander besprechen, vielleicht äußerst interessant. Nun zum spannenden Punkt. Wie funktioniert denn jetzt die Entwicklung meines eigenen Plattform-Business? In der Mitte das Sparschwein symbolisiert das, was ich eigentlich am Ende des Tages damit bezwecke, nämlich mir eben einen zusätzlichen Nebenverdienst aufzubauen und mir möglicherweise auch ein zusätzliches Gehalt aufzubauen, neben dem, was ich sonst tue, egal ob ich festangestellt bin, ob ich selbstständig bin, ob ich Unternehmer bin, eine eigene Firma betreibe, möglicherweise in einem ganz anderen Bereich, aber der Sinn dieses Webinars ist es ja, Möglichkeiten und Chancen aufzuzeigen, wie Sie zusätzlich ein eigenes Plattform-Business aufbauen können. Und es beginnt einmal damit, dass Sie ein entsprechendes Produkt finden müssen. Da kommen wir dann später noch einmal dazu, was sind denn die Kriterien dafür, um das für mich richtige und erfolgversprechende Produkt überhaupt zu identifizieren und ausfindig zu machen. Da werde ich Ihnen ein paar Tipps aufzeigen und ich sage jetzt auch schon dazu, Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, im Anschluss an dieses Webinar dann die Folien zu bekommen, die ich hier für dieses Webinar verwende. Sie werden in diesen Folien einiges an Tipps und Tricks finden, wie Sie möglicherweise im Nachhinein in der Lage sind, eben Ihr eigenes Plattform-Business aufbauen zu können. Und ich würde mich natürlich logischerweise sehr freuen, wenn Sie Fragen haben und sich dann auch im Nachgang an mich wenden. Also es beginnt, wie gesagt, bei der Produktfindung. Dann ist der nächste Schritt der, ich muss einen passenden Hersteller für mich finden. In meinem persönlichen Fall kommt der Hersteller meistens aus China, aber das muss nicht unbedingt sein. Ich habe auch schon Produkte entwickelt, die in Deutschland produziert werden. Ich habe schon Produkte entwickelt, die in Frankreich produziert werden. Ich habe Produkte entwickelt, die in den USA produziert werden. Also China ist sicherlich ein sehr spannender Markt, weil man zu einem ausgezeichneten Einkaufspreis Produkte dort einkaufen kann und mit einer entsprechenden Gewinnmarge auf Amazon beispielsweise verkaufen kann. Der nächste Schritt nach der Herstellersuche wäre dann die Produktentwicklung. Eines der letzten Produkte, das ich beispielsweise entwickelt habe, war eine Kniebandage. Die habe ich mit meinem Know-how, mit Kriterien, über die wir im Nachgang noch zu sprechen kommen, ausfindig gemacht. Schau mal da kurz, ob es da eine Meldung für mich gibt. Der Foliensatz steht unter der Rubrik Unterlagen als PDF-File zum Download für Sie zur Verfügung. Okay, vielen herzlichen Dank an die Regie. Das ist das, was ich gemeint habe. Also Sie bekommen dann den Foliensatz natürlich. Ich habe, wie gesagt, als letztes oder eines meiner letzten Produkte war eine Kniebandage. Ich habe einen passenden Hersteller gesucht. Ich habe das Produkt entwickelt. Das heißt, ich habe mir genau angesehen, was bieten aktuell Kniebandagen auf Amazon und auf eBay, was bieten die für Features? Ich habe beispielsweise festgestellt, dass sehr viele negative Kundenbewertungen kamen, weil die sagten, okay, die Kniebandage, die ich da gekauft habe vom Anbieter XY, war nicht schlecht, aber bei der Bewegung sind die Kniebandagen immer übers Knie drüber gerutscht. Also habe ich eine Kniebandage entwickelt, die rutschfest ist. Das habe ich in dem Fall so gemacht, dass sie an der Oberseite innen eine eigene
doppelmaschige Silikonnaht hatte, die zum einen nicht wehtut, also gerade bei Männerbeinen, die vielleicht behaart sind, könnte das ja unter Umständen auch ein bisschen schmerzhaft sein. Deswegen habe ich es natürlich so entwickelt mit einer gewählten Linie, dass es nicht schmerzhaft ist. Und die Kniebandage hat sich dann alleine deswegen schon um einiges besser verkauft als andere. Ganz wichtig ist natürlich die Produktkalkulation. Da werde ich auch später noch einmal etwas kurz dazu sagen, aber vielleicht ganz grob. Aus dem stationären Handel kennen wir, wir kaufen ein und wir verkaufen es für etwas mehr als 2 Euro. Dieses Spiel, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, würde bei Online-Marktplätzen und Plattformen wahrscheinlich gar nicht funktionieren, weil sie doch nicht unerhebliche Nebenkosten bei den Plattformen haben. Das heißt, wir haben einmal die Verkaufsprovision, aber es gibt natürlich andere Gebühren, Sie müssen ein bisschen Marketing betreiben. Sie haben natürlich die Logistikkosten. Klar, Sie können kostenlosen Versand anbieten. Da müssen Sie aber die Logistikkosten mit einberechnen und selber bezahlen. Wenn Sie sie extra dazu verlangen, werden Sie wahrscheinlich in Sachen Wettbewerb mit anderen Anbietern im Nachteil sein. Also gibt es sehr viel zu beachten. Aber was ich Ihnen aus meiner langjährigen Erfahrung sagen kann, ist, Sie sollten, um hier ganz oben mitspielen zu können, ungefähr ein Verhältnis haben von, sagen wir mal, 1:4. Bedeutet, Sie kaufen die Ware bei Ihrem Hersteller, wo auch immer der sitzt auf der Welt, für 1 Euro ein und sind in der Lage, dieses Produkt für 4 Euro zu verkaufen. Vielleicht kurz zu meiner Kniebandage. Meine Kniebandage, es sind übrigens 2 Stück, es ist ein Zweierpack, kostet im VK 17,99 für die Größe S, 18,99 für die Größen M und L und 19,99 für die Größe XL. Das ist der Preis, der Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer, für den ich diese Kniebandage auf Online-Marktplätzen, wie gesagt, sehr erfolgreich verkaufe. Und einkaufen tue ich diesen Zweierpack inklusive Zoll und Anlieferung beim meinem Warenlager in Deutschland. In meinem Fall ist es jetzt beispielsweise das Amazon-Warenlager. Da zahle ich für den kompletten EK knapp 3 Euro. Jetzt können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, wenn ich ein Produkt für 3 Euro einkaufe und für 18 Euro verkaufe oder für 19 oder für 20, dann habe ich natürlich mehr als nur dieses Verhältnis von 1:4. Und da kann ich natürlich einiges an Gewinnen für mich lukrieren. Das ist eine ausgezeichnete Gewinnmarge. Und das ist etwas, wenn ich zum Beispiel Produkte für meine Kunden entwickle oder derartige Online-Marktplatzprojekte mit meinen Kunden mache, dann achte ich natürlich selbst auch immer streng darauf, dass wir mindestens ein Verhältnis von 1:4 haben. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung dafür, dass Sie wahrscheinlich sehr erfolgreich verkaufen werden. Wettbewerber von meiner Kniebandage verkaufen übrigens ähnliche Kniebandagen für bis zu 60 Euro, allerdings nur für 1 Stück. Und bei mir kosten 2 Stück nicht mal 20 Euro. Dann ist es natürlich das Thema Import, weil Sie müssen ja die Ware von dort, wo Sie sie produzieren lassen, in Ihrem Namen importieren, entweder an das entsprechende Warenlager. Ich persönlich benutze sehr gern die Verkaufsplattform Amazon, weil ich FBA-Business mache. Das heißt, FBA steht für die Abkürzung Fulfillment by Amazon. Bedeutet, die Ware, die ich importiere, kommt direkt zum Amazon-Warenlager, wird dort eingelagert und Amazon kümmert sich für mich dann eigentlich um alles. Das heißt, Lagerung, Versandabwicklung, Pick and Pack, Kundensupport, Rechnungslegung, mit dem allen habe ich eigentlich dann als Amazon-Verkäufer gar nichts mehr zu tun. Ich zahle zwar Geld dafür, aber wie gesagt, bei einer Gewinnmarge von 1:4 habe ich eigentlich auch überhaupt gar kein Problem damit. Und trotzdem bleibt am Ende des Tages noch eine Menge über. Wenn der Import vollzogen ist, dann geht es natürlich darum, das Listing zu erstellen. Mit dem Listing ist die Produktdetailseite gemeint. Da kommen wir auch noch darauf zu sprechen, was ist denn da zu beachten, um ein professionelles Listing zu gestalten. Dann geht es im Endeffekt dann noch um den Launch und die Optimierung, also Feinheiten auszuarbeiten, noch einmal ein bisschen an den Texten zu feilen,
den perfekten Titel zu kreieren, die perfekten Bullet Points, die Artikelmerkmale herauszuarbeiten, die Kundenvorteile über die Produktbeschreibung noch einmal besonders herauszuarbeiten und am Ende des Tages natürlich auch ein wenig Marketing zu betreiben. Weil im Unterschied bis vor 10 Jahren, wo es an und für sich genügt hat, ein Produkt auf eBay, auf Amazon oder auf anderen Online-Marktplätzen zu listen und kein Marketing zu betreiben, und im Prinzip ging es am selben Tag auch schon mit den Bestellungen los. Ganz so einfach ist es heute nicht mehr, aber es ist heute genauso notwendig, ein bisschen Marketing, beispielsweise PPC-Kampagnen. PPC steht für Pay-per-Click, also ich zahle für den Klick des Kunden auf meine Anzeige. Das können 10 Cent sein, das können teilweise auch 95 Cent sein. Das ist so ungefähr das Spread, in dem wir uns hier bewegen. Und Marketing ist also sicherlich heute ein entscheidender Teil dieses ganzen Spiels. Wie baue ich mein Plattform-Business auf? Die einzelnen Schritte beim Aufbau dieses Plattform-Business sind also einmal zu Beginn die Produktfindung. Also ich gehe so vor, dass ich anhand von Analysen und Marktrecherchen profitable und erfolgsversprechende Produkte für mich identifiziere, die zumindest 5-stellige Monatsumsätze erzielbar machen. Also es muss möglich sein, das ist meine Herangehensweise, mindestens 10.000 Euro im Monat an Umsatz zu erzielen. Und man kann davon ausgehen, dass wenn ich alle Kosten abziehe, bleiben mindestens 25% an Reingewinn übrig, in manchen Fällen auch etwas mehr. Also bei den meisten der Produkten, die ich so über Online-Marktplätze verkaufe, bleibt mir eigentlich 35% des Verkaufspreises an Reingewinn übrig. Also 35% der Gesamtumsätze. Aber ich würde mal sagen, 25, von dem kann man ausgehen, 25 sind es. Allerdings, wie gesagt, nur dann, wenn ich auch über dieses Verhältnis 1:4 zwischen Netto-Einkaufspreis und Brutto-Verkaufspreis verfüge. Wenn dieses Verhältnis mindestens 1:4 ist, dann kann man davon ausgehen, dass auch wirklich am Ende des Tages 25% des erzielten Umsatzes an Gewinn übrig bleiben. Die Herstellersuche, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, ich suche mir einen Hersteller auf Alibaba.com. Das ist mittlerweile der weltweit größte B2B-Lieferant, wo also Händler, sehr viele Händler ihre Ware einkaufen. Ich mache es etwas anders, weil die meisten Amazon-Händler oder die meisten E-Commerce-Händler verstehen Alibaba etwas falsch. Die meisten meinen ja, dass wirklich die Hersteller auf Alibaba ihre Ware verkaufen. Wenn man Profi ist, dann weiß man, das ist leider Gottes nicht so, nur ungefähr 20-25% der gelisteten Anbieter auf Alibaba sind tatsächlich selbst die Hersteller. Die meisten, die man dort findet, zwischen 75-80%, sind Großhändler. Und der Nachteil eines Großhändlers ist schlichtweg folgender. Ich kann nicht ein individuelles Produkt mit einem Hersteller entwickeln, sondern der Großhändler kauft selbst die Ware in großem Stil von verschiedenen Herstellern ein und der hat eben das, was er hat. Ich kann nicht hingehen und sagen, okay, ich hätte noch gern jetzt bei meinen Mullwindeln ein Ökotex-Zertifikat, ich möchte das in speziellen Farben haben, mit meinem eigenen Design, mit meinem eigenen Logo drauf, ich möchte eine eigene Verpackung, die soll so und so und so ausschauen. Ich habe da schon ein tolles Verpackungsdesign von meinem Grafiker aus Wien erhalten und ich möchte das genauso umsetzen. Das wird mit einem Großhändler logischerweise nicht funktionieren und ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal vielleicht deutlich sagen, was ich mache ist, ich entwickle ausschließlich individuelle und eigene Produkte mit meinen eigenen Marken, die es so in dieser Form weder auf Online-Marktplätzen und Plattformen noch sonst wo gegeben hat. Das sind immer absolute Unikate, die ich mit meinen Herstellern selber entwickle. Deswegen gehe ich persönlich nicht auf Alibaba, sondern ich arbeite hier mit mehreren verschiedenen chinesischen sogenannten Sourcing-Agenturen zusammen. Das heißt, ich habe dort bei jeder chinesischen Agentur einen Ansprechpartner, die sprechen ausgezeichnet Englisch. Ich hoffe, ich auch. Ich erstelle dann das entsprechende Briefing für den Hersteller. Und der Hersteller bekommt dann, also mein Ansprechpartner bei dieser chinesischen Sourcing-Agentur bekommt dann das Briefing, da steht drinnen, beispielsweise
Hello April, liebe April, ich bin auf der Suche nach dem und dem Produkt. Das soll die und die Eigenschaften haben. Ich stelle mir diese Stückzahl vor. Das sind die Informationen zur Verpackung. Das sind die Informationen zum Material. Das sind die Informationen zu Farben, Größen und zu anderen Eigenschaften. Und dann sucht die chinesische Sourcing-Agentur in ihrem Netzwerk einen für mich passenden Hersteller, überliefert mir dann die entsprechenden Produktsamples und anhand dieser Testprodukte gebe ich meiner Sourcing-Agentur dann entsprechendes Feedback, eventuell auch mit Foto und sagt, du pass auf, April, das Produkt Nummer 2 hat mir sehr gut gefallen, aber da hätte ich gerne noch ein bisschen anderes Material und da passt mir die Nut zum Deckelverschluss noch nicht ganz und ich möchte an der Unterseite Silikon haben, damit das Ganze rutschfest ist und nicht auf dem Tisch herumschlittert und verschiedene Dinge mehr. Und dann wird so in wenigen Wochen ein eigenes Produkt kreiert. Ich bekomme dann am Ende des Tages ein sogenanntes Golden Sample. Das ist dann das finale Produktsample, wo ich dann am Ende sage, okay, April, das passt jetzt für mich so, ich hätte gerne diese Stückzahlen und dann muss ich in der Regel eine Anzahlung von 30% für die bestellte Menge machen. Dann wird produziert, das Ganze, die Anzahlung gilt dann quasi als Auftragsbestätigung, dann wird produziert und dann wird die Ware importiert. Wir sind jetzt hier bei Schritt 2, die Herstellersuche. Ich habe jetzt schon ein bisschen weiter gesprochen. Die Produktentwicklung, über die haben wir jetzt gerade gesprochen, das ist eben das, was ich dann mit meinen chinesischen Sourcing-Agenturen oder das kann auch ein Hersteller, wie gesagt, aus Deutschland sein. Dann mache ich es logischerweise nicht über eine Sourcing-Agentur, sondern dann mache ich es per Telefon und per E-Mail oder per Skype-Konferenz direkt mit dem Hersteller. Lasse mir auch dann von einem deutschen Hersteller die entsprechenden Produktmuster zusenden, teste die bei mir in der Familie, im Bekanntenkreis, gebe dann das entsprechende Feedback und entwickle das Produkt, wie es mir am Ende des Tages gefällt. Dann muss ich natürlich logischerweise den entsprechenden Einrichtungsvorgang vollenden. Also ich muss das System, meinen Marktplatz-Verkäufer-Account anmelden, beispielsweise bei eBay, beispielsweise bei Amazon. Ich richte mir diesen Verkäufer-Account ein, richte das System ein, mache die entsprechenden Daten, hinterlege beispielsweise, falls notwendig, Dinge wie die Umsatzsteuernummer, die ich natürlich angeben muss. Ich muss dann logischerweise, wenn ich so etwas machen will, auch über ein entsprechendes Gewerbe verfügen. Das Gewerbe, das hierfür notwendig ist, ist ein freies Handelsgewerbe, das jeder von Ihnen, vielleicht hat es ja auch schon der eine oder andere von Ihnen, ansonsten kann man das sehr einfach über die Wirtschaftskammer oder über die entsprechende Behörde anmelden. Das ist logischerweise auch kostenlos. Und dann kommt natürlich dann der entsprechende Import. In meinem Fall ist es so, dass ich hier mit einem Logistiker, mein Logistiker kommt aus Deutschland, mit dem arbeite ich seit vielen Jahren zusammen. Die kümmern sich darum, in meinem Auftrag, dass sie, wenn die Ware fertig produziert ist, Kontakt aufnehmen mit meinem Produzenten, holen dort bei diesem Hersteller, der in meinem Fall oft in China sitzt, dort holen die dann die Ware auch ab. Es kann aber auch sein, FOB oder FedEx, dass die Ware vom Hersteller zum Hafen nach Shanghai verbracht wird und mein Logistiker dort die Ware in Empfang nimmt. Es gibt also beide Varianten. Am Ende des Tages geht es aber darum, dass mein Logistiker dann die Ware in der Regel per Seefracht nach Europa verbringt. Die Ware wird dann auch von meinem Logistiker verzollt. Ich muss mich da also nicht groß um irgendetwas kümmern. Das ist deren Profession. Die machen das seit vielen Jahren. Die sind Profis, die kennen sich mit sowas aus. Dann wird die Ware kurz im Warenlager meines Logistikers, der in meinem Fall in Bremen in Deutschland sitzt, eingelagert und von dort zum Warenlager des entsprechenden Marktplatzes, in meinem Fall ist es in der Regel Amazon, hingeschickt, eingelagert und ich bekomme dann eine Meldung per E-Mail, dass die Ware angekommen ist und ich mit dem Verkauf starten kann und dann drücke ich einen Knopf, in der Zwischenzeit habe ich das Listing erstellt und das ist das, was jetzt quasi hier als Schritt 6 kommt. Die Listing-Erstellung, also die Gestaltung der Produktseite, das ist etwas, was ich übernehme in der Zeit, wo die Ware in der Regel von China nach Deutschland verbracht wird. Ich zeige Ihnen auch nachher noch einmal in einem Chart kurz auf, wie da die entsprechenden Zeitstränge zu verstehen sind.
Wenn das Listing einmal erstellt ist und die Ware am Lager liegt, verkaufsbereit ist, dann kann ich mit dem Verkauf starten über den entsprechenden gewählten Marktplatz, sammle dann einmal die ersten hoffentlich positiven Verkäufer- und Produktbewertungen ein und begleitet wird das Ganze, also dieser Launch-Prozess mit Schritt 8, dass ich natürlich auch ein wenig Marketing dafür mache. Hier möchte ich Ihnen auch noch einmal die einzelnen Phasen aufzeigen, wie so etwas funktioniert. Also ich beginne einmal mit der Produktrecherche, ich melde eine eigene Marke an. In meinem Fall ist es meistens eine Wortmarke, also nicht eine Wortbildmarke, sondern eine reine Wortmarke, die ist etwas günstiger. Und ich melde auch keine internationale oder keine EU-Marken an, sondern ich melde nur Marken beim Deutschen Marken- und Patentamt an. So etwas kostet 199 Euro, da kommen nur ein bisschen Rechtsanwaltsgebühren dazu, aber das ist eigentlich ein sehr einfacher Prozess. Ich mache ein bisschen eine Marktanalyse, kalkuliere und dann startet eigentlich schon die nächste Phase. Die nächste Phase ist die Produktionsphase, die beginnt mit der Herstellersuche. Ich habe für mich ein Produktanforderungsprofil, das ich dann natürlich an die entsprechende Agentur schicke, die in meinem Auftrag dann die entsprechenden Hersteller ausfindig macht und sucht. Ich kümmere mich um Logo und Verpackung. In meinem Fall ist es eine One-Man-Show, ein Grafiker, der in Oberösterreich sitzt, der für mich meine Logos gestaltet, meine Verpackungen gestaltet, mein Produktdesign macht. Da habe ich Spezialpreise, weil ich das jetzt schon sehr lange und sehr viele Jahre mit dem gemeinsam mache. Da gibt es auch sehr einfache Möglichkeiten. Da muss man logischerweise auch nicht Profi sein und sowas selber machen. Ich könnte es auch gar nicht, ehrlich gesagt, weil es muss ja sehr professionell aussehen und toll aussehen. Und dann kommt der Bereich Quality Management und Import. Dann beginnt eigentlich schon die Marketingphase. Das heißt, ich mache eine Keyword-Recherche, ich kümmere mich um die Produktfotos, auch die mache ich nicht selbst. Da habe ich jemanden an der Hand, der schon seit vielen Jahren, der ist Produktfotograf und dem schicke ich die Produkte hin, die finalen logischerweise inklusive Verpackung, so wie sie dann in den Verkauf kommen und der kümmert sich dann um professionelle Produktfotos. Und dann gestalte ich das Produktlisting auf dem entsprechenden Marktplatz und dann kommt die letzte Phase, das ist die sogenannte Launch-Phase, also die Verkaufsphase, wo ich zum Beispiel schaue, dass ich entsprechende Bewertungen sammle. Das heißt, ich werde meine Bekannten, meine Freunde anschreiben und die darum bitten, kauft doch einmal bitte ein Produkt von mir, gebt mir vielleicht eine positive Bewertung. Ich muss natürlich logischerweise in dieser Phase auch den Wettbewerb ein wenig im Auge behalten und ich starte logischerweise dann auch diese Marketingkampagnen. Ganz unten sehen Sie, aber wie gesagt, Sie bekommen dann die PDF-Folien ja im Nachhinein ohnehin, die Vorbereitungsphase ungefähr 2 Wochen, die Produktionsphase circa 10 Wochen, die Marketingphase circa 4 Wochen und dann beginnen Sie eigentlich schon mit dem Verkauf. Das heißt, Sie sehen, man ist durchaus in der Lage, innerhalb von wenigen Monaten ein eigenes lukratives Business aufzubauen. Nun, die Kriterien bei der Suche nach dem richtigen Produkt. Etwas, was sehr viele mich immer wieder fragen, du Oliver, wie gehst du vor? Was ist denn jetzt ein interessantes Produkt? Also ganz kurz ein paar Punkte. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben jetzt noch ungefähr 11 Minuten und es sind dann doch noch einige Folien übrig. Aber ich denke, dieses ist eine sehr spannende Folie und über die letzten Folien, wenn Sie erlauben, möchte ich dann relativ im Schnelldurchgang durchgehen. Wichtig ist, ich suche keine saisonalen Produkte. Ich sage mal ein Beispiel, Vogelfutter. Im Januar können Sie bei Amazon 5 Kilogramm Vogelfutter, da können Sie 80.000 Umsatz in einem Monat machen. Das Vogelfutter können Sie relativ günstig aus China importieren, ist überhaupt gar kein Problem, bekommt jeder hin. Wenn Sie darauf achten, ein besonders gutes Listing zu machen, mit besseren Fotos, mit besseren Texten, mit besseren Titeln, ein bisschen professioneller wie die anderen Verkäufer, dann werden Sie sehen, werden Sie wahrscheinlich selbst in der Lage sein, in wenigen Wochen, ich möchte nicht gerade sagen, zum Megastar bei Amazon werden, aber Sie werden ganz locker 10.000, 20.000 Euro Umsatz machen. Aber der Nachteil, nur für eine sehr kurze Zeit. Anderes Beispiel für ein saisonales Produkt, Glühwein. Natürlich werden Sie Glühwein im November, im Dezember und im Januar wahrscheinlich sehr gut verkaufen, auch über Online-Marktplätze, aber eben nur in dieser Zeit und im August werden Sie keinen Glühwein verkaufen. Das, was ich tue, wenn ich auch ein Produkt suche, ist, ich sammle Ideen,
Da gibt es zum Beispiel eine sehr interessante Methode, die möchte ich Ihnen hier kurz als Tipp und als Trick mitgeben. Also, Sie gehen auf Amazon, Bindestrich, gefolgt von einem Buchstabensalat und dann Enter. Was werden Sie finden? Sie werden sämtliche Bestseller aus den unterschiedlichen Produktkategorien finden. Und da können Sie schon einmal nachschauen, okay, dieses oder jenes Produkt, mit dem kann ich mich identifizieren, das kommt aus einer Kategorie, für die ich mich selbst interessiere, wo ich mir gut vorstellen kann, ein eigenes Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Das muss nicht unbedingt eine Kniebandage sein. Ich entwickle beispielsweise vielleicht ein paar Beispiele für Produkte, die ich gerade mit anderen Kunden entwickle. Ich entwickle zum Beispiel gerade eine Warmhaltebox, eine Lunchbox für Kinder, wiederverwendbare Obst- und Gemüsesackeln für den Supermarkt. Ich entwickle mit einem anderen Kunden beispielsweise gerade wiederverwendbare Strohhalme aus Edelstahl, weil Plastikstrohhalme seit dem 1.1. in der EU verboten sind. Das sind nur ein paar Beispiele. Und was auch vielleicht nicht unwichtig ist, Sie können über Google Trends, das ist eine Webseite, die Google zur Verfügung stellt, schauen, wie die Kurve ist. Gehen Sie auf Google Trends, geben Sie das Produkt, das Sie im Visier haben, dort ein und schauen Sie sich an, ob die Kurve vielleicht so aussieht, dann ist es vielleicht nicht so ideal, weil dann ist es vielleicht ein Glühwein-ähnliches Produkt mit einem Peak. Aber wenn die Kurve übers Jahr ungefähr gleich aussieht, dann heißt das im Endeffekt, dass es kein saisonales Produkt ist. Und das ist das, was wir suchen. Wir suchen auch Produkte, die in der Regel in eine Schuhschachtel passen sollten, so als Richtwert, weil ansonsten produzieren sie zu viele Kosten, was Logistik und Lagerung anbelangt. Die Produkte sollten nicht zu schwer sein, also maximal 750 Gramm. Der Verkaufspreis sollte zwischen 15 und 25 Euro oder darüber liegen. Warum? Weil Sie bei einem Produkt, was 5% im Bruttoverkaufspreis kostet, einfach zu wenig verdienen können. Dann müssen Sie 10.000 Stück verkaufen, damit Sie da einen entsprechenden lukrativen Gewinn erwirtschaften können. Was ich nicht mache, sind Elektrogeräte. Ich mache auch keine leicht zerbrechlichen Produkte. Ich mache keine gefährlichen Produkte wegen der Verletzungsgefahr. Ich mache keine Medizinprodukte. Das Produkt sollte einfach zu verwenden sein. Es sollte nicht unbedingt ein Benutzerhandbuch notwendig sein. Es sollten keine übermächtigen Markenhersteller im direkten Wettbewerb sein. Es sollten hohe monatliche Verkaufszahlen möglich sein. Das kann man zum Beispiel überprüfen, indem man entsprechende Software verwendet. Die ersten 5 Produkte bei den Top-Produkten dieses Marktplatzes sollten vielleicht weniger als 300 Bewertungen haben. Es sollte relativ einfach sein, einen Hersteller zu finden. Das Produkt sollte nicht unbedingt in jedem zweiten stationären Laden zu kaufen sein. Es sollte eine hochwertige Verpackung und Branding möglich sein. Das Produkt sollte nicht zu viele Einzelteile haben. Die Gewinnspanne, haben wir vorher schon darüber gesprochen, sollte ungefähr in einem Verhältnis zwischen 1:4 sein, was das Verhältnis Einkaufsnettokosten zu Bruttoverkaufskosten anbelangt. Und es sollten logischerweise Produktverbesserungen möglich sein. Da habe ich Ihnen vorher das Beispiel genannt mit meiner Kniebandage, wo ich gesehen habe, viele negative Rezensionen von anderen Herstellern und von anderen Verkäufern, dass die Kniebandage bei der Bewegung übers Knie runtergerutscht ist, was bei meinen nicht mehr passieren kann, weil sie über diese Silikonnaht an der Innenseite verfügen. Anforderungen und Richtlinien an Marktplätze, die gelten, egal ob das Shopping ist, egal ob das Amazon oder eBay oder andere Marktplätze und Plattformen sind. Natürlich dürfen keine unzulässigen Artikel verkauft werden, als beispielsweise Drogen oder Waffen. Es sollten keine mehrfachen identischen Angebote gelistet werden. Es sollten keine Verkäufe außerhalb der Marktplätze stattfinden. Also ich werde zum Beispiel über eBay oder Amazon von einem Kunden angeschrieben per E-Mail, der eine Frage zum Produkt hat. Dann sage ich, du pass auf, wenn du mir deine Mailadresse gibst, dann verkaufe ich dir das direkt abseits von Amazon. Das sehen die Marktplätze natürlich logischerweise nicht gern. Das ist auch verboten und deswegen würde ich so etwas auch nicht empfehlen. Die Manipulation von Suchergebnissen ist auch nicht gestattet. Das würde bedeuten, dass ich in den Keywords und in den Schlagwörtern Begrifflichkeiten verwende, die zwar für viel Traffic sorgen würden, also für viel Besuchervolumen, aber die eigentlich streng genommen nichts mit meinem Produkt zu tun haben. Sowas nennt man auch Keyword-Spamming oder Keyword-Stuffing. Natürlich muss ich gültige Rechtstexte hinterlegen. Es genügt also nicht nur einfach einen Account einzurichten, sondern ich muss
auch bei eBay und auch bei Amazon, wie auch bei meinem Webshop, ein eigenes Impressum, eine eigene Datenschutzerklärung und natürlich logischerweise auch eine Widerrufsbelehrung. Also es ist nicht so, dass das eBay und Amazon für mich übernehmen, sondern ich bin der Verkäufer, ich nutze quasi diese Marktplätze nur und muss selber dafür Sorge tragen, dass ich über diese Texte verfüge. Ich sollte natürlich möglichst positive Verkäuferbewertungen sammeln und auch positive Produktbewertungen. Was die Produktdatenoptimierung anbelangt, da muss ich jetzt ein bisschen Gas geben, damit wir möglichst pünktlich um 11 Uhr, wahrscheinlich wird es 5 nach 11 sein, mit dem Webinar fertig sind, damit ich noch die Möglichkeit habe, für Ihre Fragen einzugehen, wo es wahrscheinlich schon die eine oder andere geben wird. Vielleicht hier zum Thema Suchbegriffe. Mit softwaregestützter Analyse kann man passende Suchbegriffe recherchieren. Ich habe hier unten links für Sie, wie gesagt, Sie bekommen ja die Folien im Anschluss, drei verschiedene Softwaretypen eingeblendet. Die ersten beiden, die ich auch verwende, Jungle Scout und Helium 10, sind kostenpflichtig. Die dritte, Keyword-Tool.io, ist kostenlos. Das heißt, diese Webadresse können Sie eingeben und über dieses Keyword-Tool.io, über diese Webadresse softwaregestützt entsprechende Suchbegriffe, Keywords für Ihr Produkt recherchieren. Es sollten natürlich relevante Schlüsselbegriffe sein. Sie sollten Synonyme und Wortkombinationen finden. Es sollten keine Wiederholungen sein. Im Idealfall bitte einzelne Wörter verwenden und keine Phrasen. Man sollte auch, um die perfekten Suchbegriffe für sein Produkt zu finden, ähnliche Produkte bei Wettbewerbern auf Online-Marktplätzen recherchieren, sich ansehen und davon lernen. Schauen Sie sich einfach von anderen Verkäufern von Kniebandagen an. Was haben denn die für einen Titel verwendet? Welche Keywords haben denn die verwendet? Was den Produkttitel anbelangt, da sollte der Markenname vorkommen. Es sollte eine gängige Produktbezeichnung im Titel vorkommen. Es sollten natürlich die Eigenschaften vorkommen, wie beispielsweise Material, Farbe, Größe und so weiter. Es sollte ein wenig die Einzigartigkeit auch über den Titel dieses Produktes bei den Online-Marktplätzen, die Einzigartigkeit sollte hervorgehen. Wenn Sie über Zertifikate verfügen, beispielsweise Ökotex-Zertifikat, weil Sie eine Spuckwindel für Babys auf den Markt gebracht haben und Sie verwenden eben dieses in der Schweiz ansässige Ökotex-Zertifikat, dann sollte das vielleicht auch im Titel vorkommen und drinnen stehen. Was die Produktbilder anbelangt, logischerweise sollten Sie die maximale Anzahl der vom Marktplatz verfügbaren Produktbilder verwenden. Bei Amazon sind es beispielsweise 7, bei eBay sind es im Produktlisting 5. Jeder Marktplatz bietet eine unterschiedliche Anzahl an maximalen Produktbildern an und die sollten Sie im Endeffekt ausnutzen. Natürlich sollte das Produkt bei den Produktbildern optimal präsentiert sein. Das Produkt sollte in den Fokus gegeben werden. Bitte achten Sie aufs Licht, bitte achten Sie auf den Winkel. Sie sollten auch das Umfeld und die Umgebung der Produktabbildung und der Produktfotos beachten und es sollte im Idealfall ein weißer Hintergrund sein. Das ist das, was die meisten Marktplätze so vorgeben. Was die Produktbeschreibung anbelangt, natürlich sollte es ein verkaufsfördernder Werbetext sein. Sie sollten einen strukturierten Text schreiben, also nicht in einer Wurst, sondern vielleicht ein paar Absätze. Bitte nicht drei verschiedene Schriftgrößen, bitte nicht drei verschiedene Farben, sondern eine schöne, lesbar, gute, strukturierte Struktur Ihres Textes mit ein paar sinnvollen Absätzen hinein. Sie sollten die Formatierungsmöglichkeiten nutzen. Sie sollten kein Keyword-Spamming machen, das habe ich vorher schon angesprochen, genauso wie das Keyword-Stuffing. Was die Produktattribute anbelangt, Sie sollten natürlich die wichtigen Produkteigenschaften irgendwo hinterlegen. Sie sollten darauf achten, dass Sie am Anfang Großbuchstaben verwenden und keine Satzzeichen am Satzende. Sie sollten Informationen für eine positive Kaufentscheidung zur Verfügung stellen, weil das ist das, was wir am Ende des Tages natürlich wollen. Wir wollen, dass der Kunde unser Produkt dann auch wirklich kauft. Neben den Produkteigenschaften sollten wir auch den Kundennutzen vielleicht kurz vorstellen. Wir sollten Keywords einfügen, ohne dass der Lesefluss behindert und beeinträchtigt wird. Und was den Produktpreis anbelangt, das sind Dinge, die Sie sich wahrscheinlich vorstellen können. Der sollte natürlich konkurrenzfähig sein. Man sollte sich da am Wettbewerb orientieren. Das Verhältnis Netto-Einkaufspreis, Brutto-Verkaufspreis sollte mindestens 1:3, ich sage im Idealfall 1:4 sein.
Sie sollten gegebenenfalls Mindestverkaufspreise der Hersteller beachten, wenn Sie Produkte verkaufen, die auch von anderen verkauft werden. Eventuell Repricing-Tools für automatisierte Preisanpassung verwenden. Unten links haben Sie ein paar Beispiele für Softwareanbieter, die dieses automatisierte Preisanpassungsspiel anbieten. Was Ranking, Sichtbarkeit und Suche anbelangt, vielleicht auch da noch einmal ein paar wenige Punkte. Optimierungsmaßnahmen sind die Conversion Rate. Ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. 100 Leute rufen ihr Produkt auf und einer davon kauft, dann haben sie eine Konversionsrate von 1%. Die Konversionsrate sollte natürlich so hoch als möglich sein. Je höher die Konversionsrate ist, desto besser ist ihr Ranking, ihre Sichtbarkeit des Produktes auf dem entsprechenden Marktplatz. Und natürlich wird ihr Produkt dann bei der entsprechenden Suche im Idealfall gleich auf der ersten Seite angezeigt. Es gibt einen alten Spruch unter den Marketern, was ist die beste Möglichkeit für einen Marketing, eine Leiche zu verstecken? Vielleicht kennen Sie den Spruch, die Antwort darauf, auf der fünften Seite von Google. Warum? Ja, weil auf der fünften Seite bei Google keiner mehr sucht. Ja, also Sie beschränken sich, wenn Sie etwas über Google recherchieren, beschränken Sie sich ja wahrscheinlich auch auf die erste, auf die zweite, auf die dritte Seite. Nicht anders ist es, wenn Sie heute Produkte auf Amazon suchen oder ein Produkt auf eBay suchen. Sie werden nicht auf der Seite 16 suchen, sondern Sie werden sich auf die ersten paar Seiten konzentrieren. Der Bestseller-Rang ist natürlich ein entscheidendes Kriterium. Da wird dann automatisch gesteigert, je mehr Produkte Sie im Laufe der Zeit verkaufen. Ein positives Bewertungsprofil ist ausschlaggebend. Das Käuferengagement ist ausschlaggebend. Die Artikelhistorie, also in welchen Zeitabständen haben Sie wie viel über die Conversion Rate, wie viele Produkte über den Marktplatz verkauft. Die Anzahl der Beschwerden, die logischerweise nicht so hoch sein sollte. Und die schnelle Antwortrate auf Fragen und Nachrichten. Nachrichten, also bitte, da gibt es eine Zahl, 96 Stunden haben Sie maximal bei Amazon Zeit, um auf eine Frage eines Users zu antworten. Das sollte nicht länger sein. Und Sie sollten vielleicht im Idealfall mehrere Versandarten und Zahlungsoptionen anbieten. Am Ende des Tages sind folgende Dinge, kurz gesprochen, noch einmal ausschlaggebend für den Erfolg auf Online-Marktplätzen und Plattformen. Das eine ist die Beschreibung. Das nächste sind die Produktattribute. Da sehen Sie, da ist der Balken schon etwas größer. Das nächste sind die Suchbegriffe. Die sind noch einmal ein bisschen größer. Je größer der Balken, Sie werden sich's vorstellen können, deswegen desto wichtiger ist das Ganze natürlich für Ihren Erfolg. Und wahrscheinlich am wichtigsten, was das Ranking, die Sichtbarkeit und die Suche anbelangt, ist der Titel. Das sind ausschlaggebende Dinge, also diese vier Balken, die sollten Sie auf jeden Fall bewerkstelligen und die sollen Sie, Entschuldigung, falsches Wort, die sollten Sie beherzigen, wenn Sie erfolgreich auf Online-Marktplätzen und Plattformen verkaufen wollen. Was da nicht drinnen steht, weil es nicht direkt ins Ranking und in die Sichtbarkeit eines Marktplatzes hineinspielt, das ist die Qualität Ihrer Produktbilder. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie versichert, die Produktbilder müssten eigentlich hier den größten Balken einnehmen, weil das ist das Erste, was der Kunde von Ihnen sieht, von Ihrem Produkt. Und das ist natürlich mega wichtig. Nur softwaretechnisch kann natürlich die Produkt der Qualität, also die Qualität der Produktbilder nicht ins Ranking hineinfließen, aber es fließt natürlich in Ihre Konversionsrate mit hinein. Also der Kunde wird wahrscheinlich, wenn er sich überlegt, Ihres oder ein anderes Produkt zu kaufen, wird er wahrscheinlich sehr viel Wert darauf legen, nicht nur auf Beschreibung, Attribute, Suchbegriffe und Titel, weil das macht die Software des Marktplatzes, aber der Käufer wird sehr viel Wert darauf legen, wie wird das Produkt über die Bilder auf dem entsprechenden Marktplatz, auf der entsprechenden Plattform präsentiert. Ja, und damit, meine sehr verehrten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bin ich auch schon am Ende. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass das eine oder andere dabei war, um Ihnen ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich möchte vielleicht noch einmal in einer Minute kurz Folgendes zusammenfassen. Meine Erfahrung ist, dass jeder, Sie alle, jeder hat die Möglichkeit, mit ein bisschen Engagement, mit ein bisschen Motivation, sein eigenes erfolgreiches Plattform-Business aufzubauen. Natürlich gibt es Experten wie mich,
die hier hilfreich bei der Seite stehen. Das möchte ich Ihnen logischerweise auch ganz gerne anbieten im Nachfeld. Die Werkzeuge und die Tools habe ich Ihnen in diesen Präsentationsfolien ein wenig skizziert und aufgezeigt. Natürlich, das, was ich seit vielen Jahren jetzt mache, wo ich sehr viel Know-how gesammelt habe, wo ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe und Expertise, das ist natürlich nichts, was man einmal ganz schnell in einer Stunde im Detail an den Mann und an die Frau weitergeben kann. Aber man kann ein grobes Bild aufzeichnen, welche Chancen und Möglichkeiten liegen in diesem Bereich. Und ich kann nur an Sie appellieren, gerade in dieser aktuell sehr schwierigen Zeit, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen ja jetzt gerade Zeit, sich um ein derartiges Unterfangen zu kümmern. Ich kann Ihnen sagen, es wird sich lohnen, weil Sie müssen davon ausgehen, für mich ist es heute lange kein Kriterium mehr, ein Produkt nicht auf den Markt zu bringen, beispielsweise, wo Amazon selbst schon verkauft. Ganz im Gegenteil. Ich weiß aus Erfahrung, dass Amazon der schlechtere Verkäufer ist als ich, weil die Produktgestaltungsseiten von Amazon-eigenen Produkten in der Regel wesentlich schlechter sind von der Qualität als meine. Also auch hier beginnt man, die Scheu vor großen Anbietern zu verlieren, Selbstvertrauen zu tanken, die natürlich jeden Tag aufs Neue kommen, wenn man sieht, wie die Verkäufe eintrudeln. Ich kann also nur an Sie appellieren, wagen Sie es, gehen Sie das gewisse Risiko ein und gehen Sie vielleicht auch diesen interessanten Schritt einmal. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. So, ich sehe, dass es schon sehr viele Fragen gibt. Und ich werde jetzt einmal versuchen, auf diese einzelnen Fragen einzugehen. Erste Frage, ist Plattform-Marketing auch für Dienstleistungen relevant? Also wenn Sie heute Dienstleistungen anbieten, dann kommen natürlich Marktplätze und Plattformen wie beispielsweise Amazon Shopping oder eBay logischerweise etwas weniger in Frage. Da gibt es andere Marktplätze und Plattformen, die für das Angebot von Dienstleistungen äußerst lukrativ sind und sehr spannend sind. Ich möchte Ihnen vielleicht zwei nennen. Das eine ist Digistore24 und das andere ist elopage.de. Elopage elopage.de und das andere war Digistore, also Store, das englische Wort für Geschäft, digistore24.de beziehungsweise .com. Da würde ich es mal versuchen, wenn ich heute Dienstleistungen anbieten würde. Dasselbe gilt für die zweite Frage, lautet Consulting und Naturvermittlung. Auch hier geht es um Dienstleistungen und auch hier wären Sie wahrscheinlich bei Digistore24 und Elopage ganz gut beraten. Nächste Frage, 20% Provision, ist das realistisch? Provision, wenn damit die reine Verkaufsprovision gemeint ist. Sie erinnern sich an einen meiner ersten Slides, als es um Plattformökonomie ging, wo ich gezeigt habe, in der Mitte sind die Plattformen, oben und unten ist der Anbieter beziehungsweise der Kunde, die Plattform setzt sich dazwischen, für die Vermittlung hält die Plattform die Hand auf und sagt, dafür möchte ich 20% Commission. Wenn die reine Verkaufsprovision damit gemeint ist, ja, das ist absolut realistisch. Amazon verlangt ein bisschen weniger, eBay sowieso, Shopping auch. Allerdings steckt auch hier, wenn Sie so wollen, der Teufel im Detail. Das heißt, die tatsächlichen Kosten, die Sie haben, nämlich für Marketing, nämlich für eventuell Stornogebühren, nämlich eventuell für zusätzliche Paymentgebühren, weil Sie dem Kunden anbieten, dass er mit Mastercard, mit Visa bezahlen kann, dass er mit PayPal bezahlen kann. Dann möchte Visa, Mastercard, PayPal oder der sogenannte PSP, also der Payment Service Provider, der möchte dann logischerweise auch dafür eine Gebühr haben. Die stecken in der reinen Verkaufsprovision des Marktplatzes natürlich nicht drinnen und die müssten dazu addiert werden. In meinem Fall kämen noch Gebühren dazu. Ich verkaufe ja den Großteil meiner Produkte und mache den Großteil meiner Umsätze über Amazon.de. Wie gesagt, das sind Gott sei Dank sehr gute Umsätze. Ich habe eigentlich kaum Produkte im Portfolio, mit denen ich weniger als 10.000 Euro Monatsumsatz mache.
aber Produkte lagern bei Amazon. Amazon kümmert sich um Verpackung, Versand, Retourenmanagement, also das in Empfang nehmen von zurückgesandter Ware. Das muss wieder ausgepackt werden, das muss kontrolliert werden, das muss wieder neu verpackt werden. Eventuell muss es ein sogenanntes Refurbishment geben. Das heißt also, ein Produkt, das ausgepackt und vom Kunden verwendet worden ist, ist möglicherweise B-Ware, muss dann entweder als B-Ware weiterverkauft werden oder kann wieder zur A-Ware umfunktioniert werden. Durch die Lagermitarbeiter von Amazon wird dann wieder original verpackt und kann als A-Ware wieder in den Verkauf gehen. Das kostet alles Geld und das ist natürlich in der Verkaufsprovision nicht drin. Aber wenn Sie bei Ihren Produkten darauf achten, wenn Sie über Online-Marktplätze und Plattformen verkaufen und Sie achten darauf, dass Sie ein Verhältnis von ungefähr 1:3 oder besser noch 1:4 haben, ich habe es schon mehrfach angesprochen, dann kann ich Ihnen versichern, werden die Provisionen für Sie kein Problem sein, dann ist das auch alles leistbar. Herr Feldkircher, kommt hier eine nächste Frage. Ist Ihr Vortrag auch für Dienstleister, Berater, Trainer interessant? Ja, natürlich ist er für Trainer, Berater, Dienstleister und so weiter interessant. Ich sagte es schon, auch für Trainer, Dienstleister und Berater gibt es entsprechende Plattformen, deren ich mich bedienen kann. Ich habe zwei schon genannt. Das eine ist Digistore24, das andere ist Edupage. Aber es gibt natürlich andere neue Marktplätze, weil wenn Sie denken, LinkedIn oder Xing, also Business-Netzwerke, deutschsprachig, also Xing, beziehungsweise international, also LinkedIn, heute im Besitz eines anderen großen Digitaldienstleisters aus den USA, dann haben Sie natürlich auch hier entsprechende hervorragende Möglichkeiten, sich Ihren potenziellen Kunden zu präsentieren, Ihre Dienstleistung, Ihre Beratungslösungen zu präsentieren, Kunden zu akquirieren, Kunden zu gewinnen. Das kann ich Ihnen also genauso empfehlen. Das müssen nicht nur haptische Produkte für Händler sein, sondern auch für Dienstleister, Berater und Trainer ist es natürlich interessant. Willhaben.at ist eine weitere Frage. Ist es interessant? Ist es von Relevanz? Für mich nicht, weil wenn Sie vorhaben, 10.000 Euro Monatsumsatz zu machen oder mehr, dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Willhaben.at nicht glücklich sein. Warum? Das ist ganz einfach. Ich stelle noch einmal eine Frage, die ich eingangs schon gestellt habe. Was ist heute relevant? Die relevante Frage ist, was muss ich tun, um zu den Kunden zu kommen? Und die Masse der Kunden ist ganz sicherlich nicht auf Willhaben.at, sondern die Masse der Kunden ist auf anderen Online-Marktplätzen und Plattformen, wie zum Beispiel, wenn es um haptische Produkte geht, Amazon und eBay, wenn es um Dienstleistungen und Provisionen, um Beratungsdienstleistungen geht oder um Trainerangebote geht, dann sind es wahrscheinlich LinkedIn, Xing oder Elopage oder Digistore24. Also da muss man die entsprechende Plattform dann für sich natürlich finden. Verkaufen Sie Handelsprodukte über die Plattformen oder Dienstleistungen? Ich habe eingangs erwähnt, ich bin ja mehrfach Gründer. Ich habe ja schon mehrere Firmen gegründet. Meine Beratungsdienstleistungen biete ich über Digistore24, über Elopage, über Xing und über LinkedIn an. Und mit anderen Firmen, wo ich über eigene Marken erfolgreich Produkte über Online-Marktplätze und Plattformen verkaufe, da bediene ich mich natürlich anderer Plattformen. Ja, da sind es beispielsweise Amazon und eBay. Da steht noch einmal eine Frage. Danke noch einmal für die interessanten Ausführungen zu Produkten. Wie schaut das bei, Moment, da muss ich die Frage etwas, das kann ich so nämlich nicht lesen. In welchem Land befindet sich das Amazon-Lager, ist eine Frage. Das Amazon-Lager befindet sich in meinem Fall meistens in Deutschland, teilweise aber auch in Tschechien oder in Polen. Und das bedeutet, ich glaube, darauf zielt diese Frage ab, dass Sie in diesem entsprechenden Land, wo die Ware lagert, auch eine entsprechende Umsatzsteuer haben müssen. Das heißt, ich habe in den meisten europäischen Ländern eine eigene UID-Nummer. Die erste, die ich mir zugelegt habe, neben der österreichischen, war die deutsche.
Das ist auf jeden Fall schon einmal notwendig, wenn die Ware in einem deutschen Amazon-Lager liegt. Die deutsche UID-Nummer ist sehr einfach zu bekommen. Das kann Ihr Steuerberater, Ihre Steuerberaterin mit Sicherheit machen. Sie brauchen aber auch gar keinen, das können Sie selber tun. Für uns als Österreicher ist das Deutsche Finanzamt in Straubing in Bayern dafür zuständig. Da gibt es entsprechende Formulare, die über Google leicht auffindbar sind. Das können Sie alles online machen. Dauert in der Regel 2 bis 3 Wochen, bis Ihnen eine deutsche UID-Nummer zugeteilt wird. Ich verwende hier, wenn ich das sagen darf, einen Dienstleister, der nennt sich HelloTax. Und über diesen Dienstleister bin ich sehr einfach in der Lage, in allen für mich relevanten Ländern Umsatzsteuernummern anzumelden. Ich muss mich nicht darum kümmern, das macht alles dieser Dienstleister. Und Umsatzsteuervoranmeldungen in den entsprechenden Ländern, auch da muss ich mich nicht darum kümmern. Das muss nicht einmal meine Steuerkanzlei machen. Meine Steuerkanzlei kümmert sich quasi nur um meine Geschäfte, was Österreich anbelangt, also mein Heimatland. Und alles, was die Märkte anbelangt, in denen ich sonst noch verkaufe, also Italien, Spanien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, das wickle ich komplett über diesen Dienstleister HelloTax ab. Eine weitere Frage, haben die Produkte eigene ERN-Nummern oder muss der Verkäufer im eigenen Namen, Moment mal, was heißt das genau? Ich kann das leider Gottes nicht auseinanderschieben. Aber ich denke, ich weiß, um was es geht. Natürlich haben meine ganzen Produkte eigene ERN-Nummern. Eine ERN-Nummer ist dieser 13-stellige Code, der sich im EU-Raum auf jeder Produktverpackung befindet. Dieser 13-stellige Nummerncode. Die Abkürzung für ERN ist in dem Fall European Article Number. Und das ist sehr einfach zu bewerkstelligen. Sie melden für knapp 90 Euro einmalig einen Account bei gs1.at an. GS1 ist quasi die offizielle Vergabestelle für ERN-Nummern. Dort bekommen Sie einen Online-Zugang und können für das Produkt, das Sie irgendwann einmal verkaufen wollen und das fertig ist, selbst einen eigenen ERN-Code anlegen, den Sie zwingend benötigen, wenn Sie beispielsweise Ihre Ware oder Ihre Produkte über Amazon oder über eBay verkaufen wollen. Also ein ERN-Code ist zwingend notwendig, ist aber eine relativ leichte Sache, kann jeder machen. Da ist eine weitere Frage, wenn man in China einkauft, wie achtet man dabei auf die Arbeitsbedingungen? Ja, das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, die auch immer wieder kommt. Allerdings muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, die Arbeitsbedingungen in europäischen Firmen, die ich kenne, sind teilweise, wenn ich mir das erlauben darf, an der Stelle zu sagen, um Welten schlechter als von Firmen, die ich aus China kenne. Ich war selbst in China, ich habe mir das vor Ort angesehen. Es gibt natürlich negative Beispiele, ich will das gar nicht kleinreden, aber ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem. Wo ich große Probleme sehe, was Arbeitsbedingungen anbelangt, das sind ganz andere Produktbereiche, in denen ich selbst zum Beispiel gar nicht tätig bin. Das sind Textilien. Textilien, die zu einem Großteil aus Ländern wie Indien oder Pakistan oder Bangladesch kommen. Dort herrschen Arbeitsbedingungen, die extrem schlecht sind. Das gefällt mir genauso nicht. Das ist aber übrigens nicht einmal der einzige Grund, warum ich keine Textilien selbst verkaufe, sondern der Grund ist eigentlich, wenn Sie es genau wissen wollen, ein anderer, das ist die hohe Retourenquote. Wenn Sie beispielsweise heute Stiefeletten über Zalando verkaufen, weil was viele nicht wissen, auch Zalando ist ein Online-Marktplatz, da können Sie als Textilhändler auch Ihre Ware verkaufen, genauso wie über Amazon und über eBay, dann ist es so, dass Sie heute eine Retourenquote von über 65% haben. Und das kostet Geld. Das kostet den Verkäufer Geld und das möchte ich nicht machen. Das ist kein sehr lukratives und profitables Geschäft mit dem Verkauf von Textilien. Aber wie gesagt, Arbeitsbedingungen in China können Sie natürlich als kleiner Bezieher von Ware wahrscheinlich nicht großartig ändern. Aber einen Tipp gebe ich Ihnen, wenn Sie heute einen Hersteller finden, der über spezielle Zertifikate verfügt, wie
98% der Hersteller, bei denen ich in China einkaufe, dann können Sie davon ausgehen, dass auch die Arbeitsbedingungen entsprechend gut sind, weil damit ein Hersteller in China derartige europäische Zertifikate bekommt, wird er entsprechend von den Zertifizierungen hier in Europa überprüft und laufend auch gescannt und auch laufend qualitätsmanagementmäßig überprüft. Und da können Sie davon ausgehen, dass dann auch die Arbeitsbedingungen dementsprechend gut sind. Also ich sehe, es sind sehr, sehr viele Fragen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen durchbringen, aber ich versuche mal, das eine oder andere zu finden. Da steht als Frage, wie ermittle ich den sogenannten Opportunity Score in der allgemeinen Suche? Also den Opportunity Score, der in einer meiner Folien aufgezeigt worden ist, wo ich Ihnen aufgezeigt habe, anhand von 20 Kriterien, wie ich Produkte identifiziere. Da steht irgendwo eine Zeile drinnen, der sollte einen möglichst hohen Opportunity Score haben, der mindestens 5 von 10 entspricht. Dann können Sie das natürlich nur mit einer entsprechenden Software machen. In diesem speziellen Fall meine ich damit die Software Jungle Scout. Die kann jeder von Ihnen buchen. Das ist allerdings ein kostenpflichtiges Instrument, kostet ein bisschen was. Ich verwende sowohl die webbasierte Suche und das webbasierte Tool von Jungle Scout, auch das entsprechende Browser-Plugin über den Google Chrome Browser. Und da können Sie bei jeder Produktrecherche den entsprechenden Opportunity Score finden. Der Opportunity Score sagt im Endeffekt in einer Skala von 0 bis 10 sehr viel darüber aus, ob es sich bei diesem Produkt wahrscheinlich um ein erfolgversprechendes handeln würde, wenn Sie dieses dann irgendwann mal entwickeln und auf den Markt bringen. Wenn ich da mehr darüber sagen würde, würde das wahrscheinlich die Zeit sprengen. Muss man sich nicht auch rechtlich absichern, ist hier die Frage. Ja, natürlich muss man sich rechtlich absichern. Ich habe schon gesagt, einmal, wenn Sie auf Online-Marktplätzen und Plattformen verkaufen, dann sollten Sie auch entsprechende rechtssichere Texte für diesen Marktplatz verwenden, weil es genügt eben beispielsweise nicht, ich sage ein Beispiel, Sie haben einen Webshop, haben natürlich auch in Ihrem eigenen Webshop entsprechende allgemeine Geschäftsbedingungen abgebildet, aber das sind allgemeine Geschäftsbedingungen, die ja nicht für eBay gelten und die im Übrigen auch nicht für Amazon gelten würden, sondern die gelten nur für Ihren Webshop. Für eBay und für Amazon gibt es ganz eigene, sehr individuell gestaltete. Einen Anbieter, den ich hier verwende, ist die IT-Recht-Kanzlei in München. Das ist die Adresse it-recht-kanzlei.de. Dort können Sie Rechtstexte-Pakete für eBay, für Amazon, für Webshop oder für viele andere Verkaufskanäle buchen in einer Art monatliches Abonnement. Das Angenehme ist, sollten sich die ändern und die haben sich beispielsweise alleine bei Amazon und eBay seit Beginn dieses Jahres schon zweimal geändert und wir haben, das Jahr ist noch nicht einmal zur Hälfte vorbei, dann bekommen Sie ständig die abgedateten Texte automatisch zur Verfügung gestellt und wenn Sie aufgrund der abgebildeten Rechtstexte ein Rechtsproblem hätten und eine Abmahnung eines potenziellen Mitbewerbers oder eines Wettbewerbers bekommen, dann würde die IT-Rechtskanzlei die Kosten für die Haftung übernehmen. Das heißt also, wenn es vor Gericht geht, dann würden die Kosten hier von der IT-Rechtskanzlei übernommen werden. Und darüber hinaus ist es sicherlich, vielleicht ist auch das mit dieser Frage von diesem User gemeint, sicherlich ratsam und empfehlenswert, eine sogenannte Betriebshaftpflichtversicherung abzuschließen. Hier hat übrigens, nur so als kleiner Tipp, die Wirtschaftskammer Österreich für Wirtschaftskammermitglieder entsprechende Rahmenvereinbarungen, beispielsweise mit der Wiener Städtischen, vereinbart und getroffen, wo sie mit Sonderkonditionen als Wirtschaftskammermitglied entsprechende Betriebshaftpflichtversicherungen abschließen können. Auch ich habe das gemacht über einen derartigen Rahmenvertrag zwischen der Wiener Städtischen und der Wirtschaftskammer Österreich und zahle ungefähr die Hälfte von dem, was ich normalerweise zahlen würde. Eine weitere Frage ist, nach welchen Kriterien setzt man die Stückzahl fest? Sehr gute Frage. Ich nehme an, damit ist gemeint, welche Stückzahl soll ich denn zuerst einmal, wenn ich jetzt ein Produkt ausfindig gemacht habe? Dann habe ich einen Hersteller gefunden.
mit dem bin ich eins geworden, dann habe ich das Produkt gemeinsam mit dem Hersteller, bleiben wir bei dem Beispiel mit der Kniebandage, entsprechend optimiert und entwickelt. Und dann muss ich ja irgendwann einmal eine bestimmte Stückzahl beim Hersteller ordern und bestellen. Welche Stückzahl ist es? Ich orientiere mich da an der Software. Ich habe schon gesagt, ich selbst verwende die beiden Software-Typen Helium 10 bzw. Jungle Scout. Ich recherchiere hier Wettbewerber, die bereits ähnliche Produkte mit einem ähnlichen Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt haben. Und ich schaue mir an, was verkaufen die denn so im Monat? Das sehe ich über diese Software. Ich sehe, was verkauft der im Monat? Wie viel Stück verkauft der? Von welcher Produktvariante? Was macht der für einen monatlichen Umsatz? Und dann gehe ich bei den Top-Verkäufern auf eine Zahl von ungefähr ein Drittel, 35%, und sage, okay, diese Zahl mal 3 brauche ich einmal für die ersten 3 Monate, um, wenn sich die Verkäufe entsprechend entwickeln, um entsprechend gerüstet zu sein, um nicht gleich out of stock zu gehen. Also ich müsste ja Ware verfügbar haben, weil sonst bin ich ja dazu gezwungen, der Kunde kauft bei mir das Produkt, ich habe es aber nicht mehr im Lager, ich muss den Verkauf stornieren, zahle unter Umständen auch noch Stornogebühren an den Marktplatz und an die Plattform, habe ich anfangs schon einmal ein bisschen erwähnt. Und das kann man natürlich softwaregestützt machen. Sind Amazon und eBay auch lukrativ für Feinkostwaren? Ja, sind beide Marktplätze. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Also die Zeiten, als Lebensmittel nur ein Nischenprodukt auf Online-Marktplätzen und Plattformen war, die sind längst vorüber. Gerade in Zeiten wie diesen, wo die Leute nicht mehr in jedes Geschäft zum Einkaufen gehen können und sehr viele Online-Bestellungen machen, sehen wir alle, dass natürlich auch Lebensmittel bestellt werden. Also die Online-Bestellungen bei Shopping, die Online-Bestellungen bei Billa.at, die Online-Bestellungen bei Lidl, Hofer und Konsorten, die sind natürlich teilweise um das Tausendfache gesteigert worden, je nach Plattform, aber zumindest einmal um ein Mehrfaches. Und deswegen kann es durchaus auch spannend sein, seine Feinkostwaren über Online-Marktplätze und Plattformen zu verkaufen. Was steht denn da noch? Hat auch eBay ein Warenlager und übernimmt den Verkauf? Ja und nein. Also ja, eBay verfügt mittlerweile über entsprechende Kooperationspartner, auch über ein entsprechendes Versandprogramm wie auch Amazon. Allerdings sind das nicht Warenläger, die von eBay betrieben werden und eBay gehören, sondern es ist hier ein großer Logistikpartner aus Deutschland beispielsweise. Das ist die Firma Fiegel Logistik und das ist ein enger Kooperationspartner von eBay. Und eBay bietet seinen Händlern über Fiegel ein ähnliches Programm an wie Amazon seinen Verkäufern. Allerdings habe ich gesagt auch nein, jetzt muss ich die Frage nochmal suchen, und übernimmt den Verkauf. Vielleicht auch das noch einmal zur Klarstellung. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Amazon und eBay. Amazon verkauft im Unterschied zu eBay auch Produkte an Konsumenten. Aber das tut eBay ja nicht. eBay verkauft selber nicht. Ja? eBay stellt seine Plattform zur Verfügung, in dem Fall an die Händler, um Waren und Produkte an Konsumenten zu verkaufen, im eigenen Namen, also im Namen des Verkäufers, im Namen des Händlers, aber eBay verkauft selber gar nicht. Amazon tut das eben so schon, und da muss man eben sehen, da gibt es teilweise ganz große Unterschiede. Es gibt also Marktplätze und Plattformen, die nicht nur den Verkauf anderen ermöglichen, sondern die auch selbst Ware verkaufen, wie zum Beispiel auch Zalando. Zalando verkauft selber Ware, ermöglicht es mittlerweile aber auch anderen Modehändlern, deren Ware auf der Plattform Zalando zu verkaufen, und da gibt es eben solche und solche. Ich sehe auf die Uhr, es ist 11.31 Uhr, meine sehr verehrten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich muss mich leider Gottes von Ihnen verabschieden. Es gäbe noch sehr viele Fragen. Ich hoffe, der ganze Vortrag war interessant für Sie, hat sehr viele Inputs gegeben und Möglichkeiten aufgezeigt. Und ich hoffe, dass ich auch den einen oder anderen von Ihnen unter Anführungsstrichen heiß gemacht habe, selbst sich auf dieses Spielfeld zu vergeben und vielleicht einmal ein eigenes Produkt zu entwickeln und dieses erfolgreich zu verkaufen. Ich wünsche Ihnen anyway, wie auch immer,
viel Gesundheit, bleiben Sie gesund, schauen Sie auf sich. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und ich bin gerne für Sie da, wenn Sie Fragen haben oder im Nachfeld an mich herantreten wollen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und Teilnahme an diesem Webinar. Schönen Tag noch.